Hallo und herzlich willkommen zurück in Night City. Wir sind bereits abends und ja, wir sind auf dem Weg ins Afterlife. Ich weiß gar nicht, ist es schon spät genug? Ja, 23.15 Uhr würde ich sagen, falls jemand noch nicht die Uhr gesehen hat. Oben rechts über der Karte. Was? Judy! Hey, wie? Hey, wollte mich nochmal bei dir bedanken für deine Hilfe in Clouds. Will mir gar nicht vorstellen, wie das ohne dich gelaufen wäre. Naja, auf jeden Fall habe ich was, was uns helfen könnte. Kann dir noch keine Details verraten, aber ich melde mich die Tage bei dir. Oh, und ich wünsche dir einen spektakulären Tag. Zwinkerlacher. Ja, schön. Oh, süß. Ist voll süß. Was? Talking about a revolution? Ah, und schon haben wir die nächste Mission mit unserer lieben Judy. Wir kommen gar nicht dazu, unsere Hauptmission weiterzumachen. Blistering Love? Nee, hier. Beschäftige dich anderweitig mit Judy, sich meldet. Ja, alles klar. Wir haben ja jetzt anderweitige Beschäftigung. Hat dich eine Crew als Köder benutzt? War das ein Kompliment? Du siehst anders aus. Versuch's nochmal. Vielleicht wird's dann was mit dem Charme. Rogue. Die Schuhe sind ja mal ganz ordinär. Exzellitiös. Ich weiß, das war gerade kein Wort. Ich wollte irgendein Wort sagen, damit ich schlau klinge. Aber das hat nicht funktioniert. Hey Rogue, bereit? Ah, du schon wieder. Wollen wir? Wo ist Johnny? Doch ein Rückzieher gemacht. Du siehst... Wow. Ist das Johnnys Wow oder deins? Wann kommt er? Bin nur der Chauffeur. Du hältst dich an der kurzen Leine. Weise für dein Alter. Ist das Johnnys Porsche? Woher hast du den? Der war in dem Container. Grayson geredet hat. Okay. Viele Erinnerungen in diesem Auto. Fahren wir. Ist Silver Pixel Cloud dein Lieblingsort? Früher mal. War aber ewig nicht da. Drive-ins sind schon ewig nicht mehr im Trend. Aber Silver Pixel gibt's immer noch. Klingt nach einem guten Ort für ein Date. Fand ich auch. Deshalb wollte ich mit Johnny herkommen. Vor einer halben Ewigkeit. Es war nicht seine Idee? Als ob. Romantisch war für ihn, Arasakas Hauptquartier hochzujagen. Hey Rogue, du hast ihn aber sehr bereitwillig geholfen, ne? Das... Okay, wie? Sag mir, was los ist. Im Ernst. Nichts? Was meinst du? Johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken. Also, was will er diesmal? Er hat sich verändert. Er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen. Kein Haken, keine Sprüche, kein Ballast. Na gut. Halt. Rogue? Ich muss das verarbeiten. Ein selbstloser Johnny Silverhand. Du scheinst einen guten Einfluss auf ihn zu haben. Genau das habe ich nämlich auch so gedacht. Dass irgendwie unsere Persönlichkeit ihn doch irgendwo positiv beeinflusst. Ja, ich kann auch vernünftig fahren, wenn ich will, wie ihr seht. Weil mit einer Dame im Auto. Was sind das für Huppel, Alter? Oh, 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 oh.
Ah, gut gefangen, alles klar. Gar kein Problem, alles im grünen Bereich. Ich bin geborener Rennfahrer. Sagt da gar nichts mehr. Dann kann ich auch nach außen wechseln. Habe ich hier ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Oh, mal ein kleines bisschen angeben hier mit den Drift Skills. Die nicht so ganz funktionieren. Ey, Alter, das Ding hat eine Traktion, ne? Wie so ein Schlittschuh. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung, Rogue. Das Auto ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Lenkung ist ein bisschen komisch. Da sind wir. Fuck. Ich glaub's ja nicht. Ist wirklich lange her. Die haben das Ding echt zugemacht. Wie? Versuch reinzukommen. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut. Dann los. Ich guck zu. Ja, guck ruhig zu. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Hä? Na gut, dann los. Ich guck zu. Warum habe ich diese Gesprächsoption überhaupt bekommen? Was soll das? So. Money. So, gucken wir mal, was hier ist. Nachrichten. Bla, bla. Okay, das Passwort habe ich. Was? Wir gehen also wirklich ins Kino. 4x0. Okay, alles klar. Ja. Hä? Hab doch viel. Okay, gut, geh rein. Schalala. Gut gemacht. Bring den Projektor in Gang. Ich besorge uns gute Plätze. Alles klar. Okay, sehen wir uns den Projektor an. Der Eingang ist da drüben. Ich hab schon alles gesichtet. Oh, interessant. Bushido 10. Fade to Black. Okay, hab den Projektor gefunden. Weißt du, wie man den wieder zum Laufen bringt? Sehe ich gleich. Teilen, jetzt im Programm. Ja. Ja, irgendwie geht das bestimmt. Ich sehen wir es. Sieh mal, zuletzt gespielt Bushido 10. Perfekt. Das sieht nach einem richtigen Scheißfilm aus. Wie? Wir sind in einem Drive-In. Der Film interessiert hier absolut keinen. Ich will nur Hintergrundrauschen. Bisschen Blut, Titten und Gemetzel, mehr nicht. Dann wird Bushido liefern. Okay, wie? Dann husch husch. Ich übernehme jetzt. Viel Spaß, ihr Verrückten. Das hier sind die besten Plätze. Komm rauf. Wir können noch steuern. Hat ein bisschen was vom Mortal Kombat. Hattest du dir den Abend so vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino gehen. Dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja? Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Arsch du bist. Aber ich mag die 2077 Rogue. Eine viel schlechtere Version. Quatsch. Okay. Es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen?
Ich habe nie etwas getan, was ich bereue. Das klingt so richtig nach Arschloch, Johnny. Ich würde Smasher umbringen, alles tun, um dich nicht zu verlieren. Ich glaube, ich würde Carrie fängt. Nein, hier, wir gehen mal auf gut Wetter. Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren. Johnny, ich... Hey, hey, was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... Und so. Was zählt ist, ich bin zurück. Bei dir. Ich finde das besser als jedes Was wäre, wenn. Aber wir haben nur diese Nacht. Die ist mehr, als ich mir erträumt hätte. Rogue, ich habe nicht viel Zeit und dieser Körper ist nur geborgt. Aber ich bin hier. Johnny, ich kann nicht. Es wäre nicht fair. Du meinst wie gegenüber? Nein, dir gegenüber. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch die Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahre alleine zurück. Rogue! Fuck. Das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Rogue ist weg. Ja. Lief wohl nicht so toll. Nein. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sagt mir nicht warum. Naja, sauer. Sauer war sie ja nun nicht. Was vermutest du? Weißt du noch, Grayson? Wie komisch das alles war? Komisch würde ich das nicht nennen. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran? Muss nachdenken. Bring mich erstmal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Nein, Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Boah, der Johnny tut mir gerade voll leid, ne? Liebenden, wie treffend. Hold on. Frage. Ja. Scheiße.
Ach nee, brauche ich gar nicht probieren. Boah, wie bitter. Ich finde das voll schade. Wo ist das Auto? Unser Auto wurde geklaut. Nein! Hol ich halt mein Dinge. Was hat Rogue? Vor allem, okay, wenn sie jetzt gesagt hätte, ah ja, es wäre wie gegenüber nicht fair, wegen Körper und so weiter. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber dass es nicht fair gegenüber Johnny ist? Oder es ist nicht mehr das Feuer von Rogue gegenüber Johnny vorhanden. Ja, ist ja gut, ich fahr. Ich hab dir noch einen Kampf. Hä, was willst du? Leck mich. Ich kämpfe jetzt gerade nicht. Ups, nein. Gut. Also, warum sind wir genau hier? Abgehört, Carrie hat sich hier eine Bude gekauft. Ihm geht's gut. Wo hast du denn was von Carrie gehört? Naja, hier und da. Die Screamsheets sind voll mit Zeug über ihn. Ach ja, warst du nicht dabei? Mhm, deine wilde Nacht. Und du willst ihn besuchen, oder was? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Du hattest immer ein Problem mit ihm, oder? Ich? Nee. Er war es, der sich nicht entscheiden konnte, ob er mich ficken oder kicken will. Was hattest du denn gehofft? Das Problem mit Carrie war, er hat einen Schwanz. Also hatte ich kein Interesse. Aber was ihm fehlte, waren die Eier. Hat nur Rebell gespielt, um dazuzugehören. In Wirklichkeit wollte er mit niemandem Stress. Er ist recht nicht mit Arasaka. Bist du mit dem Rest der Band besser klargekommen? Die anderen haben sich für mich einen feuchten Furz interessiert. Nancy fand's nur geil, die Kontrolle zu haben. Hat uns wie sexbesessene Deppen behandelt. Wobei das bei Henry schon der Fall war. Er war scharf auf Danny. Die beiden waren allerdings nur selten zur gleichen Zeit bei vollem Bewusstsein. Also ich soll zu Carrie mich umsehen, die Gardinen schlecht reden? In den Screamsheet steht, er ist depressiv. Hätte versucht, sich umzubringen. Was? Meinst du wirklich, er tut sich was an? Keine Ahnung. Könnte ihm aber den einen oder anderen Tipp geben. Soll heißen, du willst persönlich gehen. Du willst wieder die Kontrolle. Ja. Ich habe mich doch letztes Mal benommen, oder nicht? Würde also nichts gegen noch eine Runde Freigang sprechen. Mhm. Erst Rogue, jetzt Carrie. Wer steht denn als nächstes auf meiner Besucherliste? Niemand. Die Liste meiner echten Freunde, die noch leben, ist nämlich zufälligerweise verdammt kurz. Und genau deshalb muss ich mit Carrie reden. Wie war das? Er hat versucht, sich umzubringen? Ja, dieser Amateur hat nicht mal Publikum zusammengetrommelt. Wollte sich zu Hause den Schädel rauspusten. Sein Bodyguard hat ihm die Knarre weggenommen, wie einem Baby. Könnte auch nur ein Gerücht sein. Klar, könnte es. Aber ich will's wissen. Komm, wir machen's. Er hat ja letztes Mal bei Rogue ja wirklich... Ja, wie er sagt, er war artig. Okay, aber ich will wissen, was du vorhast. Nichts Dummes, versprochen.
Will nur sehen, wie es ihm geht. Wie willst du ihm sagen, dass du es bist? Vielleicht macht er gerade irgendeine Scheiße durch. Keine gute Idee, da noch seinen Kopf zu ficken. Carrie hat immer irgendeine Scheiße durchgemacht. Trotz allem oder genau deshalb sind wir dennoch klargekommen. Keine Angst. Ich taste mich sachte ran und improvisiere. Aber erst müssen wir ins Haus kommen. Okay. Sag einfach Bescheid, wenn du übernehmen willst. Okay. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Komme ich überhaupt wieder raus? Doch, normal schon, oder? Ups. Ja, das ist schön. Gegenverkehr, Achtung. Gegenverkehr, Achtung. Gegenverkehr, Achtung. Boah. Boah, die Mucke ist über die Kopfhörer so geil, ne? So. Aber Musik ist auch schon wieder vorbei. Ich weiß gar nicht, ob die geschützt ist. Nachher kriege ich wieder eine Beschwerde von wegen, Urheberrecht. Rat mal, wer hier ist. Was? Ich kann nichts hören. Sollen wir später wiederkommen? Quatsch, können von Glück reden, dass der Alte zu Hause ist. Betritt Johnnys Grundstück. So. Ich kann ja hochspringen. Alter, was für eine Einfahrt, ne? Ist ja überhaupt nicht übertrieben. Ja, sowas habe ich auch bei mir. Was ist denn das für Freak-Tag? Da hat wohl jemand Paranoia. Sicherheitsdrohung? Oh, scheiße, ist das hässlich. Ich hoffe, es war wenigstens teuer. Anders lässt sich diese Spießerbude nicht erklären. Scheiße, wie ein Ausstellungsraum in einem Möbelhaus. Es passt gar nicht zu ihm. Hat er immer auswärts gegessen. Immer. Tja, diesmal scheinbar nicht. Der ist bestimmt oben. Wette, er sitzt hier und denkt, wozu habe ich nur all diesen Scheiß? Aber jetzt mal ohne Scheiß. Was eine geile Aussicht, hä? Hier oben? Komplett abgeschottet? Voll geil. Verschlossen. Sicher das Einzige in der Bude, das häufiger mal benutzt wird. Das Bett, jo, wahrscheinlich. Die Karre ist geil, muss ich zugeben. Ja, die gefällt sogar mir. Das ist auch nichts.
Wo ist denn der Typ? Ah, Cary, der schöne Schmetterling, steigt aus einer seidigen Samurai-Puppe. Ein bisschen selbstverliebt, der Typ. Das Problem ist... Ich höre nichts. Was ist denn das? Second Conflict. So. Cary hatte bei Titeln schon immer einen Hang zu Klischees. Hat sich wohl nichts geändert. Okay. Die kenne selbst ich. Arschkriecher. Was ist denn das? Eine alte Single von uns. Keine Ahnung, warum Cary so einen Scheiß sammelt. Never Fade Away. Würdest du mich nach meinem Lieblingssong fragen? Wer ist dieser? Der Johnny. Ja, kannst du mir mal nicht helfen? Ich finde den Typen nicht. Scheint unter der Dusche zu sein. Alleine. Zum Glück. Glaub mir. Okay, überlass den Rest mir. Ich hole ihn hier raus. Schmeiß dir eine von Mistys Wunderpillen ein. Na los. Okay. Relic Fehlfunktion entdeckt. Oh, schon viel besser. Okay, mal sehen, welche nur zum Angeben und welche tatsächlich spielbar sind. We lost everything. Wer zur Hölle? Spiel weiter. Coole Mucke. Wird gemacht. Johnny? Cary? Nein, das muss ein verdammter Scherz sein. Moment. Was sagte Silverhand mir zuletzt vor seinem Tod? Dass du Samurai verlassen und deinen eigenen Weg gehen sollst. Offensichtlich hatte ich recht, wie so oft. Scheiß Johnny Silverhand. Was zur Hölle? Ich meine, wie? Überraschung. Hurensohn! Schon klar. Hast mich nicht erwartet. Im Gegenteil. Auf den Moment habe ich 50 Jahre gewartet. Siehst anders aus. Eine Typveränderung? Willst wohl hip bleiben. Siehst aber selbst auch nicht übel aus. Scheiße. Johnny Silverhand. Oh Mann, ich brauche einen Drink. Na los, sag schon. Warum rennst du wie ein Klepto-Punk aus dem Afterlife rum? Das ist wie. Du würdest ihn mögen. Scheiße, Johnny. Das erklärt gar nichts. Nette Bude. Ja, hab noch nicht viel davon gehabt. Top, ist es selber dran, nachdem Schuld. Das vierte Album draußen war. Schreit nach Sellout, Cary. Fick dich, Johnny. Fang gar nicht erst an. Und bei welchem Label? Bei Arasaka. Wo sonst? Morgens nehme ich in ihrem Studio auf und abends schaut Yuri oft zum gemeinsamen Kochen vorbei. Aha. Und bei wem bist du wirklich unter Vertrag? MSM Records. Noch so ein Pfeiler der Gesellschaft. Komm, setz dich. Erzähl mal, wo du die ganze Zeit gesteckt hast. Wo soll ich mich setzen? Das ist eine verdammt lange Geschichte. Hauptsache tragisch. Ich hoffe, du hattest ein paar richtig elende Jahre. Denn wenn ich jetzt höre, du warst bei Nomaden,
Offene Straße, Wind im Haar. Oder hast relaxed im Orbit gechillt und platzt jetzt rein, um mir mein Leben zu versauen? Dann raste ich aus. Hör zu und urteile selbst. Fuck, weißt du noch? Das war das einzige Mal, dass Henry nüchtern und clean war. Ha, und er hat richtig scheiße gespielt. Danny war jedenfalls froh. So im Rückblick gesehen, waren das echt die geilsten Zeiten. In rattenverseuchten Löchern zu spielen, vor jedem Gig zu zoffen? Wir hatten keinen Plan, was wir spielen wollten und waren total abgebrannt. Nancy, Kontrollfreak. Henry roch nach Seppern und Pisse. Und ich hab dir ständig die Hosen geklaut. Verdammt geile Zeiten, Mann. Wusste nie, was Danny an dem Typen fand. Ich meine, die Kleine war clever. Viel zu clever für die Typen, mit denen sie abhing. Naja, Danny stand halt auf Versager, die sich nicht mal selbst anziehen konnten. Henry war perfekt, dumm wie Brot und ständig high. Den konnte sie immer und immer wieder retten. Warum wollte sie mich nie retten? Weil sie sich hätte anstellen müssen. Wer ist das? Louis, meine Ex-Frau. Deine was? Ist das ein Witz? Wie lange hat das gehalten? Zu lange. Aber keine Sorge, hat sich für sie gelohnt. Hab ihr mein Haus in Tokio, die Autos und die Kinder gegeben. Kinder? Ja. Klingt so, als hätte sich's auch für dich gelohnt, hm? Das Gerede, dass du Depressionen hast, stimmt das? Nee. PR-Masche. Der Selbstmordversuch auch? Dachtest du, eine Kugel im Kopf steigert deine Verkaufszahlen? Bei dir hat's nicht geklappt. Kein Arsch kennt mir Samurai. Du bist doch nur angepisst, weil ich ohne dich klargekommen bin. Scheiße, was soll ich darauf antworten? Hast du noch Kontakt zur Gang? Nur Nance hat ihren Namen zu Bess Isis geändert. Arbeitet für N54 News. Ich könnte Danny und Henry suchen, wenn du willst. Ein kleines Wiedersehen? Könnten zusammen jammen oder so? Danny könnte noch im Biss sein. Sie hatte richtig Talent. Und Rückgrat. Ja, hat gerade erst was rausgebracht. Ist auch nach North Oak gezogen. Ich dachte, ihr hättet keinen Kontakt. Das weiß ich nicht von ihr. Ich glaube, sie geht mir aus dem Weg. Gehst du denn jemals aus dem Haus? Nope. Henry hat sicher seine Leber gekillt. Nein, das wüsste ich. Wir haben gemeinsame Freunde. Mit ein paar Anrufen sollte ich ihn finden können. Es Isis. Nance ist echt aufs Ganze gegangen. Klingt allerdings eher nach einer Halbtagstripperin mit einem Ägyptenfimmel. Wärst du nicht abgekratzt, hättest du ihr von abraten können. Sie hat also nichts mehr mit Musik zu tun? Wie geht's ihr sonst so? Frag sie doch selbst. Du willst Samurai zurück auf die Bühne holen? Weiß nicht. Für einen Gig? In einem Schuppen, wo uns niemand erwartet? Ich meine, ich hab einen Ruf zu verlieren. Aber ich muss das nicht alles nochmal erzählen, was passiert ist. Das ersparen wir Ihnen. Langweilige Story. Biochips, nach Asakas Machenschaften, magische Pillen. Du spielst einfach meinen neuen Input. Ja. Also gut, machen wir's. Fuck, jawoll! Okay, ich schick dir gleich Nancys Nummer. Ich red mit Henry und Danny. Hm? Wenn ich nicht da bin, klär's mit wie. Okay. Kommt ihr beide klar? In letzter Zeit nicht. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Natürlich.
Wir sind doch eigentlich ganz, ganz cool miteinander. Also. Ja, also wie eigentlich. Soll ich? Johnny, alles okay? Nein. Ah, du musst wie sein. Johnny erwähnte, dass das passieren könnte. Habt ihr zwei euch amüsiert? Klingst ein bisschen unzufrieden. Bleib kurz sitzen. Erhol dich. Mach dir um nichts Sorgen. Was ist mit dieser Konzertnummer? Das hast du gehört? Die Wirkung hatte nachgelassen. Also? Wenn du Samurai live sehen willst, dann ist das die einzige Chance. Und wenn es so endet wie mit Rogue? In einer herben Enttäuschung? Das hier ist anders. Carrie braucht dieses Konzert. Okay. Ich werde Nancy anrufen. Er geht voll ab. Ich habe gar nicht so viel gesagt. Ja, danke schön. Ich habe gar nicht so viel gesagt. Bisher erklärt sich die Folge eigentlich von alleine. Ich hoffe, es stört euch nicht. Nancy? Bess? Bess Isis? Nein, ihr unterbezahlter, überarbeiteter Assistent. Steven, N54. Wie kann ich helfen? Ich will mit Bess reden. Sie ist nicht da. Ich rufe aus der Eurodyne-Residenz an. Toll. Bess ist trotzdem nicht da. Sie hätte vor 2 Tagen zurück sein sollen. Sie ist zum Totentanz gegangen. Für eine Story über Maelstrom. Ruf nächste Woche wieder an. Oder sie Nachrichten. Wenn ihr was passiert, werde ich als erstes darüber berichten. Aber ein mieses Gefühl wie... Ja, ich auch. Ich glaube, wir sollten auch zum Totentanz. Das glaube ich auch. Kann das sein, je häufiger wir Johnny... Wir sind jetzt schon auf 50? Wir sind jetzt schon auf 50? Johnny konnte mit Hilfe deines Körpers ein paar alte Freundschaften wiederbeleben. Er hat seit langem endlich wieder gespürt, was Leben eigentlich heißt. Silverhand hat sich zweifelsohne verändert. Jeden Tag blickt er zurück und ihm wird klar, dass er alles verpasst hat. Edgerunner, du hast dir einen Ruf unter Söldnern und Respekt auf die Straße verdient, aber das reicht noch nicht. Nur die wenigsten werden in dieser Stadt wirklich zu Legenden, und zwar nur die, die alle Grenzen überwinden und das Unmögliche vollbringen. Oh, Alter, aber wir sind 50. Vor der letzten Pille weiß ich noch, da waren wir auf 30. Da waren wir auf Wert 30%. Kann das sein, dass wir eigentlich gerade total das Falsche machen? Dass wir Johnny zu oft die Kontrolle überlassen und dadurch diesen Wert hier steigern? Das Totentanz. Das Totentanz? Soll das so heißen? Ich kann nicht mal laufen. Aber springen kann ich. Hallo?
Ich rolle gerade einfach nur, ne? Ups, ich bin ein zu früh nach rechts. Wart mal gerade. Ach, das ist die Karre. 155.000! Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall gekriegt. Schnell weg. Oh Gott. Ich glaube, ich habe gerade echt einen Schlaganfall gekriegt. Oh Mann, ey. Moin! Ich muss mal hier durch. Den kleinen mache ich beiseite. So, wunderbar. Wo müssen wir denn rein? Ah, hier! Machen wir mal ein bisschen was. Ein bisschen mehr Pep. Was auch immer das für Musik ist. Das war nicht meine, aber ich denke mal, sie passt. Oh, Alter! Ich hab mich nur kurz gedreht. Wie geht das denn? Tut mir leid an alle, denen das Auto leid tut. Ich muss doch da geradeaus, Mensch. Ich muss mich nicht wundern, wenn das Auto auf einmal in die Luft fliegt, ne? Oh, der war gut. Das war eine schöne Kurve. Wir müssen hier gleich irgendwo rechts rein. Oder vorne dran halten. Okay, kann das sein, dass... Scheiße, langsam wird mir alles klar. Kein Journalist würde über das Totentanz berichten. Außer Nancy. Warum nicht vor allem? Was ist das? Ich speichere mal lieber. Hallo? Angst? Nicht reden? Okay. Was ist denn jetzt? Krasse Scheiße, Henry ist dabei. Das war super. Er hat sich selbst aus der Entzugsklinik entlassen durchs Fenster. Hehe. So eine Pflegerin wollte uns aufhalten. Ich dachte erst, sie wäre ein Autogramm, aber die hat mich nicht mal erkannt. Rest erzähle ich dir später. Wie läuft's mit Nancy? Alles unter Kontrolle. Das wollte ich hören. Naja, ob noch alles unter Kontrolle ist, weiß ich nicht. Punkies? Maelstrom. Ich mag deinen Style. Minimalist. Hatte früher auch mal solchen Chrom. Na los, Bewegung! Ja, ich gehe ja schon. Noch zum Totentanz? Geile Scheiße. Dritter Stock. Drück mal, meine Finger sind taub. Er ist geil. Kollege, alles klar. Na los, rein mit dir. Ich bin doch schon drin. Meine Finger sind taub. Alter, wenn du jetzt hinkotzt. Hörst du das? Tinnitus heute. Unsere Jungs.
Pizza mag ich. Okay, in Industrial irgendwas. Oh, ciao. Geh schon. Du fällst da gar nicht auf. Ich hoffe es. Okay, sind alle. Was hatte seine Macken? Aber der Wichser hatte wenigstens Charisma. Und was hat uns das gebracht? Dir speziell? Weiß nicht. Ich sag dir, was dieser Psychoboss mir gebracht hat. Royce hat mir ins Knie geschossen. Mir speziell. Royce? Der Name kommt mir bekannt vor. Haben wir nicht Maelstrom-Anführer namens Royce platt gemacht? Fuck! Gibt's doch nicht! Weißt du noch das Tape von All Foods? Das ist der, der den Spider-Bot geklaut hat. Nee, niemals! Der wäre bekloppt, hier aufzukreuzen. Warst du das? Ja, habt ihr noch einen? Na klar, wieso? Habt ihr noch einen? Hab den ersten geschrottet. Kleiner Wichser. Kaum zu glauben. Wir haben den Hauptgewinn gezogen. Verpiss dich von hier! Jetzt! Wer war das bei All Foods? Ich bin nicht blind. Was willst du hier? Sei vorsichtig bei der. Bess heißt es. Sagt dir der Name was? Kollegin von dir? Nein. Muss sie nur sprechen. Sie soll hier sein. Sie ist hier. Aber erst musst du zu Brick. Er sagt, was mit dir passiert. Ich bring dich hin. Brick hat nach der All-Food-Sache von Royce übernommen. Lief also echt gut für euch alle. Denkst du, Brick wird dir dankbar sein, das? Wärst du dann enttäuscht? Nein. Und Brick ist nicht in der Position, irgendwelche Emotionen zu zeigen. Alter, geil. Oh, ist das cool. Könnt ihr bitte mal etwas schneller gehen? Bitte. Ach ja, Brick! Unser Kumpel! Ich mit Nancy und Brick. Scheint, als würde ich stören. Bin hier fertig. Es hat unsere Gastfreundschaft ausgereizt. Ich habe aber nicht alle Fragen beantwortet bekommen. Dann denkt ihr was aus. Das könnt ihr Journalisten doch so gut. Sag halt, es wäre eine Geräuschorgie oder so. Deine Leute sind wohl sauer auf mich. Aber nicht sauer genug, wie mir scheint. Zeig ein bisschen Verständnis und geh ihnen nicht auf den Sack. Junge, ich hab dich aus deinem komischen Verlies da befreit, ja? Ihr solltet die Abwehr auf der Ebonike stärken. War neulich da. Deine Leute haben nicht viel Gegenwehr geleistet. Wenn das so ist, solltest du noch mal hin. Ich sorg für einen gebührlichen Empfang für dich. Komm runter. War nur ein gut gemeinter Rat. Na. Ist angekommen. Ich will doch nur helfen. Carrie Eurodyne schickt mich. Ich bin wegen Bess hier. Carrie? Erinnert er sich plötzlich an mich? Wir können gehen. Was? Einfach so? Wer fragt dich? Ich nicht. Also halt's Maul. Ich hab hier jetzt das Sagen. Danke, Brick. Das war sehr aufschlussreich. Gehen wir. Lass uns verschwinden. Weiß ich zu schätzen. Danke. Ciao. Nettes Gespräch. Totentanz. Ich fass es nicht.
wirkt ganz okay. Klar. Nur leider versteht er einen Dreck von Musik. Du wolltest mit ihm echt über Musik reden? Mhm. Über Tinnitus und den Sound des Totentanz. Rick hat nur Scott erzählt. Wie sie geht, wie so ein Kerl. Ist der Aufzug in diesem Loch so scheiß lahm? Weil ich ihn noch nicht gerufen hatte. Sei mal nicht so ungeduldig. Ist er furchtbar. Mein Auto ist draußen. Und du gibst deine Story einfach so auf? Ich werde nie was über Maelstroms Musik erfahren. Hab viel Material. Muss es nur sortieren und irgendwie zusammenschneiden. Er hört seine Zigarette. Immer. Immer ist er da. War der ein Kettenraucher? Hallo. Okay, komm. Scheiße, hoffentlich ist mein Auto jetzt noch da. Brick schien eine sichere Wahl. Ich hätte mit den Ärschen von Tinnitus reden sollen. Kennst du die Band persönlich? Brick hat mich mal zu einem Gig eingeladen. Nur leider wechselt die Besetzung jedes Mal. Hup, sie hat sich kurz geduckt. Und es regnet, natürlich. Wie sie darauf reagiert, wenn wir die Sache mit Johnny erzählen? Diese dreckigen Wichser! Ah, gibt Schlimmeres. Ist doch ein nettes Andenken. Scheiß auf Andenken. Ich fahr direkt zurück zum Schneiderraum. Komm mit, wenn du reden willst. Hoffentlich kommen wir in der Schrottkarre in einem Stück an. Oh, wird schon schief gehen. Okay, also was will Carrie? Samurai zusammenbringen. Für einen Gig. Eine Nacht. Ohne Silverhand gibt es kein Samurai. Ich spiele für Johnny. Du? Sagen wir einfach, Silverhand war eher Visionär als Musiker. Ich pack das. Glaub mir. Na gut, wenn Carrie dabei ist, was hab ich davon? Ein Wiedersehen mit alten Freunden? Ach komm. Freunde waren doch nur Carrie und Johnny. Wir waren nur Anhängsel, die ihnen manchmal im Weg waren. Also, was willst du? Ein Interview mit Carrie? Könnte selbst irgendeinen Scheiß zusammenschreiben. Ich will Zugriff auf all seine Kontakte und Partner im Geschäft. Oh, das sollte wohl überhaupt kein Problem sein. Pfad überspringen. Wir sind da. Steig aus. Okay. Und was ist mit dem Konzert? Sag Harry, ich kümmere mich drum. Wir hören uns. Okay. Danke. Alter, ist hier rausgesprungen. Das lief verdammt gut. Ruf Harry an. Ja. Mach ich gleich, denn unsere Folge ist am Ende und wir schauen in der nächsten Folge weiter, wie es mit diesem Konzert, mit diesem Gig weitergeht. Vielleicht spielen wir wirklich nachher Johnny Silverhand, während er auf der Bühne steht. Boah, das wäre so geil, das wäre so geil. Aber mich bedrückt doch immer die Sache mit Rogue. Was hat sie, was möchte sie, was ist ihr durch den Kopf gegangen? Das alles will ich wissen. Und vielleicht erfahren wir es in den nächsten 1, 2, 3 Folgen, je nachdem, wann sie sich meldet. Sie will sich ja melden. Mal schauen.
Also ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Diese Folge war nicht allzu viel los, war sehr viel erzählen, sehr viel dialoglastig. Ja, die Sache mit Rogue war ja relativ schnell abgehakt. Hier die Sache mit den Maelstromern und Kenny, ja. Carrie meine ich. Ja. Also sehr viel Geplänkel, nicht so viel Schießerei, Gott sei Dank, muss ja auch mal sein. Aber vielleicht sieht das in der nächsten Folge schon wieder anders aus. Cyberpunk und Night City ist eine Stadt voller Möglichkeiten und man weiß nie, was einen das nächste Mal erwartet. In dem Sinne, overplayed and out. Tschüss.